Willkommen auf dem Kanal Die Reparaturzeit. Heute werde ich Ihnen die besten Motorsensen und Freischneider vorstellen. Ich gehe auf die Eigenschaften der einzelnen Modelle ein und zeige Ihre Vor- und Nachteile auf. Es wird interessant sein. Los geht's! Der Bosch DIY AFS 2337 ist wirklich ein Kraftpaket für deinen Garten. Dank des starken 1000 Watt Motors und der 1,3 PS ist es ein leichtes, auch über wuchtige Flächen zu bewältigen. Das Gerät kommt mit einer Doppelschnitt-Technologie, was bedeutet, dass du zwischen einer starken Fadenspule und einem scharfen Messer wechseln kannst, je nachdem, was die Situation erfordert. Nun, das Gerät ist mit 5,7 Kilogramm nicht gerade ein Leichtgewicht, was bei längerem Gebrauch durchaus anstrengend werden kann. Auch die Lautstärke könnte in ruhigen Wohngebieten zu Bedenken führen. Ein klarer Vorteil dieses Modells gegenüber anderen auf dem Markt ist die Flexibilität durch die einfache Umschaltmöglichkeit zwischen Faden und Messer. Das erspart dir das mühsame Wechseln von Zubehör und macht dieses Gerät besonders benutzerfreundlich. Abschließend ist dieses Modell perfekt für jeden, der einen vielseitigen und leistungsstarken Helfer für anspruchsvolle Gartenarbeiten sucht. Ob dichtes Gras oder verwilderte Büsche, dieses Gerät macht kurzen Prozess und erleichtert dir die Gartenpflege erheblich. Ideal also, wenn du ein robustes, effizientes Werkzeug für diverse Landschaftsarbeiten suchst. Sie möchten den Preis dieses Modells erfahren oder Kundenrezensionen lesen? Verschwenden Sie nicht Ihre Zeit mit der Suche. Schauen Sie stattdessen in die Beschreibung dieses Videos. Ich habe Amazon-Links für jedes Modell in meiner Auswahl hinzugefügt. Dort werden Sie alles finden, was Sie interessiert. Dieser kraftvolle Benzin-Freischneider hat mich echt beeindruckt. Mit seiner robusten Bauweise und der hohen Leistung kann er sowohl dickes Gestrüpp als auch feines Gras mühelos bewältigen. Die Kombination aus einem Vierzahn- und einem Achtzahn-Messer macht das Gerät extrem vielseitig. Natürlich ist nicht alles perfekt. Der hohe Schallleistungspegel von 112 Dezibel könnte für manche Nutzer und deren Nachbarn ein Problem darstellen. Auch die Vibrationen, die bei längerem Gebrauch spürbar sind, könnten einigen Anwendern zu schaffen machen. Ein direkter Vergleich mit ähnlichen Modellen zeigt, dass dieses Gerät besonders durch seine Schnittbreiten und die einfache Umschaltung zwischen Messer und Spule hervorsticht. Dies macht ihn ideal für verschiedenste Gartenarbeiten. Kurz gesagt, wenn du ein robustes, effektives Werkzeug für deinen Garten suchst, das selbst mit dem wildesten Unterholz fertig wird, könnte dieses Modell genau das Richtige für dich sein. Dieses Modell ist besonders für Nutzer geeignet, die Wert auf starke Leistung und vielseitige Einsetzbarkeit legen. Setze ein Like und abonniere meinen Kanal, damit du keine neuen Videos verpasst. Teilen Sie Ihre Meinung mit und stellen Sie Fragen in den Kommentaren. Der ALKO BC 1200E hat mich aufgrund seiner Kompaktheit und Effizienz beeindruckt. Diese elektrische Motorsense ist perfekt für kleinere Grünflächen und dank seines leichten Designs leicht zu manövrieren. Die einfache Handhabung und der geräuscharme Betrieb sind klare Vorteile dieses Modells. Allerdings bringt die Tatsache, dass er kabelgebunden ist, eine Einschränkung der Bewegungsfreiheit mit sich. Das könnte in größeren Gärten oder bei komplizierten Gartenlayouts ein Nachteil sein. Im Vergleich zu anderen Modellen fällt auf, dass dieses Gerät besonders umweltfreundlich ist, da er keine Abgase ausstößt und sehr leise arbeitet. Dies macht ihn ideal für den Einsatz in Wohngebieten, wo Lärm ein wichtiges Thema ist. Abschließend lässt sich sagen, dass dieses Modell ideal für Benutzer ist, die ein leichtes, effizientes und umweltfreundliches Gerät für kleinere Gärten suchen. Die einfache Handhabung und der geringe Wartungsaufwand sind große Pluspunkte, die bei der Gartenarbeit deutlich zur Geltung kommen. Die Einhell GC BC 364S hat mich echt beeindruckt. Dieses Gerät bietet eine starke Leistung, die durch einen modernen und vibrationsarmen Viertaktmotor unterstützt wird. Besonders praktisch finde ich, dass kein Benzinölgemisch notwendig ist, sondern normales Benzin verwendet wird. Ein Nachteil könnte die Lautstärke und das Gewicht für manche Nutzer sein, vor allem wenn längere Arbeiten geplant sind. Trotz des komfortablen Tragegurts könnte das Gewicht von fast 8,7 Kilogramm nach einer Weile anstrengend werden. Ein Vergleich mit ähnlichen Modellen zeigt, dass dieses Gerät durch seine breite Schnittfläche und die Möglichkeit, zwischen Klinge und Fadenspule zu wechseln, sehr vielseitig einsetzbar ist. Dies macht ihn zu einem idealen Werkzeug für unterschiedlichste Gartenarbeiten. Abschließend ist dieses Modell eine ausgezeichnete Wahl für jeden, der ein leistungsstarkes und vielseitiges Gartenwerkzeug sucht. Besonders geeignet ist dieses Modell für Anwender, die Wert auf eine schnelle und effiziente Bewältigung auch von anspruchsvollen Gartenarbeiten legen. Als jemand, der sich regelmäßig um den heimischen Rasen kümmert, habe ich den Stihl FSA 57 gründlich unter die Lupe genommen. Dieses leichte, akkubetriebene Gerät hat sich als ideal für die Pflege von Rasenflächen und Kanten erwiesen. Besonders beeindruckt hat mich der verstellbare Schaft, der es ermöglicht, das Gerät ohne Werkzeug auf die ideale Länge einzustellen. Das ist besonders praktisch, wenn man rund um Hindernisse wie Bäume und Sträucher trimmen möchte. Allerdings, wie bei jedem Produkt, gibt es auch hier kleinere Einschränkungen. Die Akkulaufzeit kann für sehr große Gärten oder ausgedehnte Einsatzzeiten knapp werden.
Mit dem mitgelieferten AK-10-Akku erreicht man eine Laufzeit von bis zu 25 Minuten, was für kleinere bis mittelgroße Flächen ausreicht, bei größeren Gärten jedoch zu wünschen übrig lassen kann. Im Vergleich zu ähnlichen Modellen anderer Hersteller punktet dieses Gerät mit seiner leichten Bauweise und der benutzerfreundlichen Handhabung. Ein weiteres Plus ist die Möglichkeit, zwischen dem AutoCut C3-2 Nylon-Schneidkopf und dem PolyCut 3-2 mit Klingen zu wechseln, je nachdem, welche Aufgabe ansteht. Zusammenfassend ist dieses Modell ein ausgezeichneter Begleiter für die Rasenpflege im heimischen Garten. Er eignet sich besonders für Personen, die ein leichtes, einfach zu handhabendes Gerät suchen, das sowohl für präzise Kantenarbeiten als auch für das Mähen kleinerer Flächen geeignet ist. Dank der verstellbaren Schaftlänge und der einfachen Handhabung ist er für eine breite Nutzergruppe ideal. Beim Testen des Bosch Advanced Brush Cut 36V 23750 wurde mir schnell klar, dass dieses kraftvolle, kabellose Gerät eine wahre Erleichterung bei der Gartenarbeit darstellt. Seine Vielseitigkeit, ermöglicht durch das Wechseln zwischen Metallklinge und Fadenspule, macht ihn zum idealen Werkzeug für verschiedene Arten von Vegetation, von hartnäckigem Unkraut bis zu dichtem Gebüsch. Ein Nachteil könnte sein, dass der Akku separat erworben werden muss, was zusätzliche Kosten verursacht. Dennoch ist die Freiheit, ohne störendes Kabel zu arbeiten und die einfache Handhabung dank des EasyWind-Spulsystems ein großer Pluspunkt. Im Vergleich zu anderen Modellen fällt besonders der bürstenlose Motor auf, der für eine längere Lebensdauer und weniger Wartungsaufwand sorgt. Die Syneon-Technologie passt die Leistung dynamisch an die Aufgabe an, was eine effiziente Nutzung der Akkuladung ermöglicht. Zusammenfassend ist dieses Modell ideal für Gartenbesitzer, die ein leistungsstarkes, vielseitiges und benutzerfreundliches Gerät für die Pflege ihres Grüns suchen. Seine technologischen Features und das kabellose Design bieten eine hervorragende Kombination aus Komfort und Effizienz. Und hier kommen wir zum letzten Teil der Bewertung. Vergessen Sie nicht, dass Sie in der Beschreibung unter diesem Video Links zu allen Modellen aus meiner Bewertung finden. Wenn Sie diesen Videobericht nützlich fanden, unterstützen Sie mich bitte mit einem Like. Ihre Kommentare helfen, den Inhalt noch besser zu machen, also zögern Sie nicht, Ihre Gedanken mit mir zu teilen. Und natürlich solltest du meinen Kanal abonnieren, damit du keine neuen Folgen verpasst. Bis bald!